Und dem Jochen, genau, wir legen zusammen los. Aber den Jochen muss ich noch finden. Hier ist er. Du, zweite Reihe Und die vorne. Aufzeichnung ist auch schon gestartet. Ach, wunderbar. Los geht's. Sehr cool, Dankeschön. Dann Cornelia, legen wir einfach mal los, ne? Wir haben jetzt keine differenzierte oder ausgiebige Regie hier oder Plan hier zurechtgelegt. Wollten einfach gerne mit euch nochmal die Woche rekapitulieren. Vielleicht auch die Fragen nochmal kurz hochhalten, die wir an verschiedenen Stellen gestellt haben, um euch die Gelegenheit zu geben, vielleicht das eine oder andere nochmal reinzurufen. Vielleicht nochmal so ein bisschen chronologisch auch zurückgeblickt. Wir haben am Montag ja gestartet mit so einem generellen Cornelia-Überblick über, wie bei euch Lernen organisiert ist, was für Aktivitäten ihr habt. Das war ja so mal so ein schöner Überblick. Und dann sind wir eigentlich mit dem ersten Thema schon reingesprungen, das wir am Montag so ein bisschen angeteasert hatten, aber das war ja dann die Night of the Prompts und auch das Thema KI. Und vielleicht da nochmal so zwei Punkte, die ich gerne aufnehmen möchte. Ich habe gestern nochmal so einen kleinen Post erstellt auf der Co-Learn-Seite, wo ich mal so zwei, drei Dinge aus dem Chat, aus dem Dienstag, als dann der Patrick uns den Überblick gegeben hatte, nochmal aufgenommen habe und zusammengefasst habe. Also so ein paar Formatideen. Das war auf der einen Seite so eine Prompt-Labor vom HFD, Hochschulforum Digitalisierung. Dann habe ich nochmal die Nele Hirsch dort reingepackt, weil die in den letzten Monaten ganz, ganz viele Formatideen auf ihre Seite gesammelt hat und für mich so eine riesengroße Quelle ist an Ideen, wie man mit verschiedenen Zielgruppen das Thema KI in Workshops von 2 Stunden bis 2 Tage angehen kann. Und dann nochmal auf zwei Formate verlinkt, die erst geplant sind, die jetzt also, ich glaube, der eine im April, der Promptathon stattfinden soll und dann nochmal der LernOS, AI, LernOS oder LernOS AI. Simon, korrigiere mich bitte. Das sind ja nochmal so zwei. Dankeschön. Das sind ja nochmal so zwei Gelegenheiten, wo wir als Community auch das Thema so ein bisschen vertiefen können. Da habe ich in den Kommentaren gesehen, gab es so eine ganz knifflige Frage nach, gibt es denn schon irgendwie Hinweise auf Produktivitätssteigerungen durch den Einsatz von KI in Unternehmen? Da habe ich mal die einzige Quelle verlinkt, die mir bis heute bekannt ist, also eine Umfrage aus dem, ich glaube, Sommer 2023, wo man mal Consultant die Frage gestellt hat, wie sich euer Leben verändert hat durch den Einsatz von KI. Und man die Rückmeldungen dann aufgeschlüsselt hat auf Produktivitätsgewinne. Das Ganze muss man natürlich, weil es jetzt eine Studie ist, so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Sprich, da wird es oder sollte es in den nächsten Wochen und Monaten sicher noch mehr geben, um so vielleicht ein paar handfestere Argumente für den Einsatz von KI zu haben. Abgesehen davon kommt KI ja sowieso. Aber das Ganze nochmal runterzubrechen auf verschiedene Use Cases und die Frage, wie das wirklich dann in verschiedenen Arbeitskontexten auch produktiv eingesetzt werden konnte. So, also das zum Thema KI und Cornelia und genau zum Thema Night of the Prompts. Ich bin immer versucht zu sagen Night of the Prompts, aber das PT verschluckt man so schnell. Zu der Frage, die du gerade erwähnt hast, ganz Sekunde, dann gleich, habe ich übrigens auch gerade vorher noch eine Antwort von Tom drauf gepostet, also für Ah, denjenigen, okay. der das geschrieben hat, nur zur Info. Genau, die Silvia hat sich gemeldet. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich habe entweder Tomaten auf den Augen, aber ich habe den Link zu der Aufzeichnung von der KI-Session nicht gefunden. Den Link zu der Aufzeichnung vom Montag hattet ihr mir per Mail zugeschickt. Und ich wollte fragen, ob die Session von dem KI-Menschen auch aufgezeichnet wurde und wo ich den Link, da ist es praktisch da. Vielen Dank. Genau, da Super. findest Ich du den hatte KI-Menschen. Team-Meeting und definitiv keine Zeit. Vielen Dank. Das war's schon. Gut. Eine Ergänzung, die jetzt auch im Laufe der Woche noch dazu kam, ist das Framework, das wir angesprochen hatten am Montag, glaube ich. Ja. Jedenfalls ist das jetzt auch verlinkt. Ich finde es ziemlich cool. Das hat ein Kollege von uns, der Steffen, gemacht.
Und auch weil er so ein Early Adopter ist, der einfach Bock drauf hatte, das mal zu strukturieren und zu machen und hat uns das auch an der Night of the Prompts zur Verfügung gestellt und das dürfen wir eben auch teilen mit euch und das ist jetzt auch verlinkt. Da könnt ihr mal reinschauen, das ist an einem Beispiel, das natürlich auf unsere Branche passt, mal durchexerziert, wie man ChatGPT füttert, wie man die Anleitung gut gibt, was man beachten kann und so in einer PowerPoint und dann als PDF rausgelassen. Also ich finde das echt ziemlich cool. Schaut einfach gerne mal rein. Ja, das finde ich auch sehr nützlich. Und Silvia, es ist unter Dienstag hinter Aufzeichnung verlinkt. Danke. Bitte. Aber jetzt habe ich ja den Link schon in dem Chat. Okay. Aber trotzdem danke, dann weiß ich, wo ich gucken muss das nächste Mal. Okay. Wunderbar, es ist wirklich sehr nützlich und ich denke auch sehr schön adaptierbar. Also man kann es sehr schnell auch auf den eigenen Kontext übertragen und anpassen. Gut. Genau, also da einfach die Bitte, ich glaube, gerade bei dem, was den Blogpost angeht, wenn ihr noch weitere Formate habt oder Ideen oder Links, dann wäre das so der Ort, an dem man die schön sammeln könnte. Also ich denke, wir haben zumindest jetzt zwei Beiträge, die man noch ergänzen kann. Auf der einen Seite die Kurswoche und auf der anderen Seite diesen einzelnen Beitrag nochmal, wo ich angefangen habe, mal so Quellen zu verlinken. Also bitte gerne, ihr könnt es auch gerne hier in den Chat rein schreiben oder im Nachgang. Die Kurswoche bleibt ja noch länger offen. Ich habe jetzt irgendwo eine Hand gesehen. Der Norman? Cornelia. Ja, ich glaube auch. Aber schon wieder weg, vielleicht. Ich habe die Hand schon wieder weggenommen, weil ich wollte den Daumen zeigen. Ach so, war nur ein kurzes Aufblitzen. Okay, gut. Ja, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema KI oder auch zum Night of the Prompts, der Tom ist auch mit bei uns in der Runde heute. Und ja, danke, dass du gekommen bist. Also es wäre jetzt noch die Gelegenheit, nochmal 1:1 zu sprechen hier. Marcel. Ja, dann nutze ich gerne die Gelegenheit, danke. Night of the Prompts, kann man auch vielleicht sagen Day of the Prompts, also wäre das auch eine Variante. Ich hatte das in der Session schon mal so ein bisschen erwähnt, weil man das ja schon in die Abendzeit verlegt hat, was ja auch den einen oder anderen Nachteil gebracht hat. Andererseits, man wächst natürlich als Team zusammen, man bestellt sich vielleicht Pizza und legt los einerseits, aber andererseits kann es vielleicht auch hilfreich sein zu sagen, man startet vielleicht abends mit einem Einstieg und macht am anderen Tag mal so richtig dann so eine Art kleinen Hackathon draus. Was haltet ihr von der Idee oder habt ihr das schon mal überlegt, in diese Richtung auch zu denken oder ist das eher im Moment nicht der Fall? Also in unserem speziellen Fall war die Verlegung in die Abendstunden eher ermächtigend als limitierend, weil wenn wir solche Formate im Projektalltag reinsetzen, haben wir die Erfahrung gemacht, dass halt ganz viele knallhart priorisieren müssen oder Leute, die es gerne machen würden, nicht können, weil sie halt Projekt- und Terminverpflichtungen haben. Das war eher eine Maßnahme, um es wirklich allen zu eröffnen. Mhm. Und unter anderen Umständen kann ich mir aber vorstellen, dass es genauso wie bei dir, wie von dir gerade beschrieben, ebenso gut, wenn nicht sogar besser funktioniert. Das ist wirklich eine Frage der Umstände, so damned if you do, damned if you don't. Mhm. Cool, alles klar. Dankeschön. Katja, du hast die Hand gehoben, glaube ich, ne? Genau, ich habe auch noch mal eine Frage zum Zeitrahmen und zum Format. Entschuldigung, was ich mich frage ist, also ich fand die Idee super, arbeitet sehr in mir. Geht es da sehr viel um Kompetenzerwerb? Also wie prompte ich jetzt? Oder ist eigentlich schon alles damit oder 80% damit getan, zu sagen, wir inspirieren mal, wir geben mal Impuls, wir zeigen mal ein paar Beispiele und dann sind die Leute eigentlich so fit, dass sie das selber weiterentwickeln. Also die Frage ist, braucht es da überhaupt noch wirklich Lernformate? Oder wie? Also in unserem Fall zum damaligen Zeitpunkt ja. Heute würde ich es auf der Grenze ansiedeln zwischen Inspiration und Kompetenzerweiterung. Was wir halt immer wieder feststellen, ist, dass wenn man die Leute quasi ohne Einführung, ohne Orientierung vor die Tools setzt, dann tippt man halt irgendwas rein und wartet auf den großen Aha-Effekt und der stellt sich in der Regel nicht sofort ein und dann ist erstmal so, hatte ich mir toller vorgestellt, kriegt man ganz oft. Zu verstehen, welches Mindset man braucht im Formulieren der Aufgaben, wie man formulieren muss und dass die Qualität der Formulierung maßgeblich das Ergebnis beeinflusst, das ist am besten, wenn man das erlebt. Das ist diese alte Entwicklerregel, Garbage in, Garbage out. Also ne, wenn man nichts Gutes ins System einspeist, dann kommt halt auch nichts Gutes zurück. Und für uns war es eine Möglichkeit, an
tatsächlichen Fällen zu zeigen, wie man damit arbeiten muss. Und dann fällt es für mich in den Bereich Kompetenz erstmal. Ja. Thomas, noch eine spontane Ergänzung oder Nachfrage. Habt ihr schon mal überlegt, vielleicht einen eigenen GPT zu entwickeln? Also gerade, ja. Ich denke so an die Frage, die ihr auch habt, so bestimmte Rollenmodelle oder Konzepte oder Dinge auch zu verstetigen in der Agentur. Ja. Könnte das natürlich helfen, ne? Wir sind da aber noch nicht so weit, weil was man, ich meine, ich bin jetzt kein, nicht der zertifizierte Erklärer, aber was man sich ja vorstellen muss, das Personalisieren heißt ja eigentlich mehr oder minder noch einen Layer drüber legen. In dem Wunsch, die Ergebnisse zu verbessern. Nach dem Motto, wenn ich auf der leeren Seite anfange, muss ich erstmal alles reinhacken. Du bist jetzt ein Marketingberater mit dem und dem Fachwissen. Und in dem Moment, wo ich den GPT personalisiere, sorge ich für so einen zusätzlichen Layer, der filtert, eingrenzt, konkretisiert, sodass ich am Ende mich auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren kann, was insbesondere gut funktioniert, wenn sich die Aufgaben wiederholen. Aber das haben wir noch nicht so oft. Wir haben nicht diesen Anwendungsfall, dass wir sagen, wir haben dieselbe Aufgabe immer wieder, wir personalisieren uns jetzt ein GPT, damit er diese Aufgabe ohne viel Input bewältigen kann. Ja. Es gibt die Anwendungsfälle, aber... Genau. Ich dachte auch mehr so an den Fall, dass ihr den halt mit euren eigenen Unterlagen trainiert und sagt, bitte suche für die Antwort nicht im Internet, sondern nimm dir nur unsere Unterlagen vor und zeig mir einfach mal, welches Modell wir gerade nutzen, wenn wir ins Projektmanagement einsteigen oder bestimmte Marketingfragen beantworten. Also so in die Richtung. Also wir haben Kollegen, die spielen damit rum. Ein Beispiel war auch einer unserer Geschäftsführer, der Heiko, zusammen mit dem Steffen, dessen Name schon gefallen ist, haben sich mal angeschaut, ob kommen ja immer vom Kunden ein Briefing und dann geht man so einen konzeptionellen Weg in, über mehrere Etappen, die aber oft gleich sind. Haben wir mal probiert, ob man das irgendwie in so eine logische Kette überführen könnte. Die Versuche sind da, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen, dieses Tool mit diesem Personalisierungslevel wird jetzt von uns allen eingesetzt oder so. Das sehe ich noch nicht. Das kann kommen, aber gerade noch nicht. Ja, danke schön. Thomas, du hattest so eine schöne Aussage in deinem Beitrag. Du hattest gesagt, dass ihr euch vorgenommen habt, dass jeder Mitarbeiter alle 2 Wochen mindestens einmal irgendeinen Prompt schreibt. Ne? Ich finde es ganz faszinierend, wenn man sowas sich vornimmt. Wie kam das zu dieser Vorgabe oder war es ein Vorsatz von den Mitarbeitern oder war das eine Idee der Geschäftsführung? Wie kam es dazu? Das war, ich muss jetzt schauen, dass ich mich kurz an. Ich habe ja, glaube ich, auch in Klammern dazu gestellt. Das ist, war so wirklich ganz frisch aus dem Backofen raus. Wir wollten eigentlich mehr. Wir wollten eigentlich, der erste Draft, den wir hatten, sagen wir, für 2023 gab es einen Satz. Und die Idee war, ob wir für 2024 nicht mehr Orientierung geben, wenn wir mit so Stufen arbeiten. So nach dem Motto, was ist die Minimalerwartung? Was ist die Maximalerwartung? Was wollen wir nicht nach oben raus? Also wir wollen gar nicht mehr als eine gewisse Menge. Und haben dann gemerkt, dass in dem Moment, wo man solche Adoptionslevel definiert, im Detail gab es wahnsinnig viel Diskussion und auch Uneinigkeit. Ne? Wie viel erwarten wir? Was signalisieren wir, wenn wir eine Obergrenze der Erwartungen festlegen? Was ist mit den Leuten, die mehr wollen? Was ist mit den Leuten, die nicht erreichen? Es wurde dann sehr schnell anstrengend. Und deswegen sind wir dann wieder einen Schritt zurückgegangen und gesagt, naja, wir wollen ja eigentlich nur ein bisschen Orientierung geben. Wir wollen kein Regelset, kein Regelwerk definieren, was dann irgendwie enforced wird oder wo man bestraft wird, wenn man das nicht erreicht. Nee, wir wollen die Frage beantworten, was soll ich denn Stand jetzt als Building-Mitarbeiter erreichen? Und da finden wir so einen Satz, eine schöne Orientierung. Das ist aber nichts, was in einem Mitarbeitergespräch landen wird oder in eine Performance-Beurteilung oder so. Das ist alles in unserer Kultur ohne Punishment oder so. Sorry für die vielen englischen Begriffe. Das gibt es da nicht. Es soll einfach nur ein Leuchtturm sein, auf den man zuschwimmen kann. Mhm. Schöne Orientierung. Danke. Ja, könntet ihr euch... Ja, ich habe noch mal eine ergänzende Frage. Könntet ihr euch auch vorstellen, dass man das so ein bisschen verstetigt? Also man hat das jetzt mal ausprobiert. Ne? Ihr habt ja auch gesagt, ne? Die Aufgabe ist, dass man immer mal wieder Prompts schreibt und das auch ausprobiert. Also die Idee, die wir halt auch haben, ist so ein bisschen, dass man das vielleicht auch wöchentlich mal eine Stunde tatsächlich miteinander in Austausch tritt dazu. Also tatsächlich so eine Art Learning Circle mal aufbaut, wo man 12 Wochen durchgeht. Deswegen haben wir auch von LernOS aus ja diesen KI-Leitfaden mal versucht, wo man sich dann schrittweise, ne, welches Tool hast du, was kannst du auswählen, welche Tool-Landschaft gibt es, wie kannst du ins Prompten einsteigen, was sind so souveräne Prompts, wo kannst du eher die KI mal zur Halluzination führen, ne, dass sie dann auch tatsächlich mal lügt oder halluziniert.
Könntet ihr euch das vorstellen, dass man sagt, okay, man verstetigt das, dass man kontinuierlich mal eine Stunde in einem kleinen Team da zusammen verbringt pro Woche und sich damit näher auseinandersetzt? Oder ist das eher nicht für euch? Ja, das könnten wir uns vorstellen. Für mich gibt es zwei Szenarien, wo das dranhängen würde. Momentan findet relativ viel Alltagsaustausch über den Teams-Kanal statt, wo auch Erfahrungsberichte geteilt werden, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Wenn das irgendwann mal abnimmt, weil sich auch so eine Gemächlichkeit dann einschleicht und ich merke, davon ist zu wenig, dann könnte es auch sein, dass so von uns jetzt aus der KI-Gruppe proaktiv der Vorschlag kommt, das zu tun. Bis das passiert, würde ich mich tatsächlich eher zurücklehnen und sagen, hey, wir haben Formate für jeden. Ich würde diese Anregung nicht im Wege stehen. Wenn jemand sagt, der will das machen, dann würde ich das sofort erlauben. Aber ich sehe momentan bei uns keinen Bedarf, das auch noch mit ins Portfolio aufzunehmen. Alles klar. Danke dir. Silvia hat nochmal eine Wortmeldung. Ja, ich würde gerne auf das reagieren, was Jochen gerade eben gesagt hat bezüglich der Personalisierung und der Frage, ob ihr für das Prompten nur Unterlagen des eigenen Unternehmens benutzt. Ich habe mich gefragt, ob das an der Stelle eher eingrenzt oder ob man die KI dahingehend, trainieren kann, dass sie sowohl das eine als auch das andere benutzt und unter Umständen nach einiger Zeit dann auch eventuell Vorschläge, was wie funktionieren könnte. Also ob jetzt die internen Ressourcen besser sind als die externen aus dem Internet, das meinte ich. Also die KI ist ja lernfähig. Das heißt, wenn ihr euch Vorschläge geben lasst und die dann wieder verbessert und das zurückspielt, dann lernt das System ja auch. Und ich halte das, wenn die Ressourcen oder die Möglichkeit nach, zu der Suche breit gestreut ist, finde ich persönlich besser. Weil ich sonst, wenn ich das eingrenze von vornherein, dann habe ich eben unter Umständen nicht das, was ich eventuell brauche. Also das war jetzt meine Idee dahinter. Ich weiß nicht, ob die Frage ist clever. Das Problem ist, die Frage ist clever. Die Antwort könnte locker eine Dreiviertelstunde dauern. Das ist das Problem, weil es auch ganz viel darum geht, was ist eine KI, wie wird die handlungsfähig und wie muss man mit ihr arbeiten. Die Kernaussagen sind für mich, in unserer Branche können wir das gar nicht so frei befüttern, weil wir gar nicht so viel intern Know-how haben, was uns dann im Projektgeschäft nützen würde. Wir kriegen wahnsinnig viel Briefings von Kunden, Input von Kunden, wo wir dann auch in das Szenario laufen, was ich am Montag erzählt habe. Wir können nicht mit gutem Gewissen da alles einspielen. Wir müssen um Erlaubnis fragen, wir müssen uns eigentlich jeden Fall anschauen. Das ist so der erste Ding. Wir können und dürfen gar nicht alles reintun. Das zweite ist dann, bis man eine kritische Masse an Daten erreicht hat, die KI wirklich handlungsfähig macht, braucht es enorm viel. Es geht bei KI-Entwicklung ganz viel darum, wie groß ist die Datenmenge, die gebraucht wird, um sinnvolle Ergebnisse auszuspucken. Und die Datenmengen sind enorm. Und ein anderer Faktor ist, und wie gesagt, ich versuche jetzt keinen Dreiviertelstunden-Vortrag zu machen, 99,9% der Menschen wissen nicht, wie die funktionieren. Außer die Leute, die es entwickelt haben. Und selbst die wissen es nicht genau. Und das ist halt, die Technologie ist super messy. Momentan ist es so, wenn man die Nachrichten liest, am Dienstag hört man, was ChatGPT jetzt schon wieder Cooles kann und am Mittwoch hört man, dass es halluziniert und keiner weiß, warum. Ne? Oder dass es anfängt, nur noch Müll auszuspucken und keiner weiß, warum. Das ist eine hochvolatile Technologie, bei der man auch wirklich vorsichtig sein muss, wo man sie einsetzt. Und wir sind noch gar nicht in der Situation, dass ich sagen kann, das ist der Use Case und genauso muss man damit umgehen. Und hier haben wir jetzt dann eine Verlässlichkeit erreicht, auf die wir wirklich bauen können. Also vielen Dank für deine Antwort. Die ersten beiden Teile haben genau das bestätigt, was ich mir gedacht habe. Ich bin mir nur immer nicht sicher, ob ich mich adäquat ausdrücke. Ja. Aber das war genau meine Meinung, dass man so viel Daten braucht, dass es eben lange braucht und dass natürlich gerade firmenbezogene Daten oder customerbezogene Daten ja sehr empfindlich sind. Und das
Von daher, also ich vereinfache jetzt schon sehr stark. Ne? Das ist mir wichtig als Disclaimer-Ständchen. Es gibt das Anwendungsfälle, wenn ich eine große Excel habe, die mir... Ich dass ich das jetzt hundertprozentig begriffen habe. Ich habe schon, also... Ein Postskriptum würde ich mir aber noch kurz erlauben. Wir sind ja kein Riesenunternehmen. Deswegen müssen wir uns auch orientieren, wo stecken wir wie viel Zeit und Geld rein. Und wenn ich zum Beispiel auf Heise oder auf CT einen Artikel lese, dass die in ChatGPT personalisiert haben und eher ernüchtert waren, wie gut es funktioniert und was es ihnen bringt, dann prägt das unser Verhalten immens. Ne? Ja. Und prägt dann auch, wie stark ich bereit bin, da in das Thema reinzugehen. Ne? Das heißt nicht, dass es nicht geht oder dass es nicht andere Firmen und andere Branchen gibt, die jetzt schon richtig viel dafür sich rausziehen. Ich kann wirklich nur von uns reden. Okay, danke. Dankeschön. Haben wir noch Fragen zum Thema KI und Prompting? Oder eine Hand übersehen? Ich würde gerne nochmal die Aufmerksamkeit auf eure ganzen Lernformate richten. Und da hast du uns, Cornelia, ja einen ganzen Strauß vorgestellt, die bei euch so üblich sind. Und was mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, war, dass du eigentlich gesagt hast, fast alle Inhalte kommen von intern. Also Mitarbeiter teilen ihr Wissen. Das scheint bei euch eine ganz übliche Form zu sein. Und einige Dinge sind ja auch bei den Mitarbeitern als Format entstanden. Die haben es einfach angeboten, um die anderen fit zu machen. Ne? Habt ihr überhaupt irgendwelchen externen Content, den ihr braucht? Oder wie viel Prozent von dem, was an Lernformaten so läuft, wird extern gespeist? Und wie viel wird intern gespeist? Muss mal so eine Größenordnung. Ja, also ich hatte das auch am Montag gesagt, vielleicht ist es ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ich habe da natürlich speziell diese Sachen vorgestellt, die durch uns und für uns entstanden sind. Also wir haben selbstverständlich genauso externen Input zum einen, also dass wir uns Trainer reinholen. Zum Beispiel haben wir jetzt das Thema Resilienz, da arbeiten wir mit einer Trainerin seit 2 Jahren zusammen, die uns da aufschlaut. Das ist jetzt mein Soft Skill, ne? Aber wir haben zum Beispiel auch so ein Mini-MBA, den wir zubuchen, wo ein ganz großer Teil der Mitarbeitenden den absolviert. Das ist also nochmal so ein kompaktes Lernprogramm, was einfach, ich sag mal, von der Stange angeboten wird, ne? Was für uns aber so gut passt, dass das wirklich super attraktiv ist. Also da gibt es genauso solche Sachen. Oder die Kollegen sind jetzt gerade 2 Tage auf dem Krebskongress und lernen da. Ne? Also wir haben natürlich genauso auch externe Sachen, die wir nutzen. Wie viel das jetzt anteilig ausmacht, ist schwierig zu sagen, weil ich jetzt auch nicht den Überblick habe über alles, wer was wie lernt. Mhm. Echt schwierig zu sagen. Also da müsste ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen, um da irgendwelche Prozente anzugeben. Ich weiß es nicht. 50-50, ich weiß es nicht. Wäre ja schon ein Riesenanteil, ne? Also so Bauchgefühl 50-50. Das heißt, ihr seid ja sehr divers, habe ich so mitgekriegt. Ihr habt ganz verschiedene Menschen bei euch, ja, mit verschiedenen Hintergründen. Und wenn ihr dann euer Wissen austauscht, dann habt ihr ja schon ganz schön viel intern zu machen. Also es hat mich fasziniert, fand ich sehr gut. Ja, danke. So, wir haben ja auch kurz überlegt, Cornelia, vielleicht die beiden Fragen nochmal aufzunehmen, die du am, glaube ich, Dienstag gepostet hast und sie nochmal kurz in die Runde zu geben. Genau. Ja, also ich habe 2 Fragen eben gepostet. Das eine, da ging es darum, von diesen Teamformaten, diesen Projektformaten, die die Julie am Mittwoch vorgestellt hat, also wo wir, ich sag mal, Retrospektiven machen, wo wir gucken, was haben wir gelernt über die Projekte und was können wir nächstes Mal besser machen oder was waren einfach Erkenntnisse, wie können wir das noch besser wieder in die ganze Firma zurücktragen. Und da kamen ein paar Gedanken dazu, also einmal einen Learning Sharer als Rolle zu etablieren, das fand ich ganz spannend, diese Projektformate für alle zu öffnen, was für uns von der Struktur her nicht so leicht ist, aber vielleicht kann ja jemand anders das nützlich finden für sich. Dann die Learnings in so ein regelmäßiges Meeting wie ein Townhall oder sowas einzugliedern. Das haben wir zum Teil auch schon. Wir haben im wöchentlichen Showfix, Firmen-Showfix,
Machen wir das teilweise, wenn es was ganz Spezielles gab, aber noch nicht so regelmäßig, also nicht immer jedes Mal was. Dann überhaupt monatlich oder quartalsweise mal über alle Projekte zu schauen und zu gucken, was waren so die Learnings und die zu teilen. Das ist natürlich immer abhängig davon, wie viele Projekte laufen in der Zeit beziehungsweise werden abgeschlossen. Kann man das dann gut verarbeiten auf einmal? Vermutlich nicht. Ich glaube, dazu haben wir ein bisschen zu viele Projekte. Aber für andere Settings kann es ja durchaus nützlich sein. Ein Vorschlag war noch, eine Wiki-ähnliche Dokumentation zu machen, sodass man das on demand sich holen kann, das Wissen. Das ist noch eine Idee gewesen. Und dann, und das kam jetzt ganz frisch rein, da freue ich mich sehr, weil das hat ziemlich gut zu unserer Situation auch gepasst. Einfach der Gedanke, naja, wir haben jetzt eigentlich diese Learnings und dieses Sammeln von Learnings am Ende von dem Projekt. Also, was haben wir gelernt? Was war gut, was war schlecht, etc. Und es ist schon so, dass am Projektende vielleicht dann auch eine gewisse Müdigkeit da ist, zu sagen, naja, komm, jetzt sind wir doch fertig, jetzt lassen wir mal gut sein, jetzt haben wir eigentlich keine Lust mehr, darüber groß zu reden. Und das ist vielleicht ein guter Impuls, weil zu sagen, naja, lass uns das mal am Anfang des Projekts überlegen. A, natürlich, was wollen wir lernen in dem Projekt? Was will ich persönlich vielleicht lernen? So eine Frage gibt es da auch schon. Aber auch noch konkreter zu gucken mit so einer paradoxen Frage, ja, was müsste denn passieren, damit es schiefläuft? Also vielleicht im Vorfeld sich auf das Lernen einzustimmen und so und das gleich von Anfang an mitzunehmen. Das fand ich ganz charmant. Das, danke an, wer hat es geschrieben? Ich hatte das auch vor dem Hintergrund gesagt, dass man einfach auch mal differenziert, ne, nach Learnings. Ne? Das finde ich auch noch wichtig. Ja, genau, richtig. Das hattest du auch noch gesagt. Ja. Der Thomas aus Hamburg hat sich gemeldet. Ich weiß genau. Nicht, was direkt dazu hat. Ja. Thomas. Ja, moin. Erstmal vielen Dank fürs Teilen, Cornelia und Thomas, und dass ihr euch hier so öffnet. Du hattest eben gesagt, als eine der Learnings nimmt ihr mit, so eine Funktion eines Learning Sharers, einer Learning Sharerin bei euch zu implementieren. Habt ihr da schon eine Idee, wie sowas aussehen könnte? Nee, das ist noch ganz frisch. Also es ist einfach mal der Gedanke. Aber man kann ja mal gemeinsam jetzt spinnen und überlegen, wie das aussehen könnte. Also was ich daran interessant fand, war, das mal als eigene Rolle zu sehen. Ne? Und wenn da jemand Lust dazu hätte, bei uns läuft ja immer alles danach, auch hat jemand Bock darauf. Also wenn jemand Lust hätte zu sagen, ja, ich bin vielleicht so wie so eine Hummel und fliege von Projekt zu Projekt und sammle die Learnings ein und stelle die dann vor, oder ich motiviere die Leute, das selber vorzustellen, oder also jemand, der sich ein bisschen dafür verantwortlich fühlt und sagt, hey Leute, wie können wir denn das gut zusammenbringen? Warum nicht? Also man kann mal drüber nachdenken. Und was wir ja auch haben als Format sind diese Easy Learnings, nennen wir die, also wo man quasi mal eine halbe Stunde oder Stunde zu einem Thema was vorstellt, entweder weil ich auf einer Fortbildung war oder vielleicht eben auch, weil ich in einem Projekt was gelernt habe. Könnte ja auch mal sein, dass man so ein Viertelstünder Easy Learning dazu macht. Und was wir ja auch haben, dieses Max-Format, also wo wir auch teilen, was wir gelernt haben, das nochmal mehr in Augenschein zu nehmen oder noch mehr präsent zu haben, dass man das dafür nochmal nutzen kann. Und da vielleicht so eine Rolle zu etablieren, die das ein bisschen trägt, ein bisschen vorantreibt, das fand ich eine ganz, ganz gute Idee, mal zum drüber nachdenken. Ich finde das nämlich auch ganz cool, wenn ich das mal sagen darf. Im Prinzip so eine Art Scout, so im Ökosystem von Spiritlink. Ne? Also du hast ja dann den Vorteil, dass die Person auch direkt quasi kuratiert. Ne? Ich glaube, das ist ein immenser Mehrwert in diesem ganzen Datennetzwerk. Was ist für dich da der Vorteil dabei? Kannst du jetzt nochmal vielleicht einen Satz dazu sagen? Also was dein Gedanke da ist? Du meinst, was das Kuratieren angeht, oder? Ja, also im Prinzip, wenn du jetzt sagst, ihr habt eine Person bei euch im Team, die quasi wirklich in die weitesten Weiten eures Ökosystems sich umguckt, und zwar regelmäßig umguckt und nach bestimmten Inhalten sucht, Lerninhalte oder Vernetzungspunkte, und die quasi auch schon überprüft auf Qualität, auf
Vernetzungsmöglichkeit in euer Betriebssystem rein. Also das finde ich total spannend. Mhm. Weil es wäre mir gar nicht bekannt, dass es sowas schon gibt. Ne? Weil eigentlich läuft es quasi ja von jeder Person so mit. Das kann ja auch so bleiben. Aber jemanden wirklich mit dieser Aufgabe explizit zu betrauen und zu sagen, guck dich für uns um, ne? Das finde ich total spannend. Ja, ich bin mal gespannt. Danke auf jeden Fall. Ich habe mich mal entmutet, Sibylle, hier, weil ich habe diesen Vorschlag gemacht. Und ich will mal vielleicht kurz meinen Gedanken dahinter erklären. Es gibt ja in den ganzen agilen Workshops eben Rollen, die verteilt werden. Fokusbeschleuniger, Pausenbeobachter. Und in dem Zusammenhang hatte ich gedacht, könnte man ja pro Sprint einfach so eine zusätzliche Rolle einbauen. Der ist dann verantwortlich, gar nicht so, ich bin immer dafür verantwortlich, sondern da auch jedem beim Learning zu enablen, das auch zu teilen, auch Wissen sichtbar zu machen. Und das war so mein Gedanke. Und das war tatsächlich total hands-on, macht's einfach. Gar nicht irgendwie ein großes Konzept, sondern es gibt jetzt die Rolle in dem Projekt. Und es wechselt halt im Monat, monatlich, und dann wird es geteilt. Derjenige hat den Job, das dann zu tun. Mhm. Ja, super. Ja, danke nochmal für die Einordnung mit der Rolle vom Scrum oder von dem Agilen her. Ja, cool. Sehr danke. Gerne. Gut. Genau, das war auch so ungefähr das, was Katja geschrieben hatte. Ne? Hier lese ich auch gerade. Also die Rolle pro Projekt zu definieren, und da werden ja genügend Rollen in der Regel verteilt. Und warum nicht das noch dort ergänzen? Ich gehe mal dazwischen. Ich habe mich gerade gemeldet. Ich weiß nicht. Ich finde auch diese Sache so Lunch and Learn finde ich auch mal sehr spannend für Unternehmen, dass man auch die Pausen nutzt. Gibt es ja auch hier in der Community. Und das vielleicht einer, es muss jetzt nicht jede Woche sein oder so, oder vielleicht alle 2 Wochen, alle 3 Wochen. Also man hat eine gemeinsame Mittagspause, kann natürlich auch remote sein teilweise. Dass man vielleicht ein Top-Thema nimmt und ein Thema nimmt und einer bereitet sich vielleicht ein bisschen was drauf vor und gibt so eine, oder er war bei einer Konferenz und die Top 3 Learnings, die er mitgenommen hat, kann man vielleicht da auch wiedergeben. Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, dass man so einen Learning-Sharer mit reinbringt. Ja, danke. Caroline, du meldest dich schon ganz lange. Kein Problem. Also erstmal danke, dass ihr es teilt. Ich finde ja auch diese 3 Punkte schon sehr gut. Ne? Das gelingt auch nicht in allen Unternehmen. Und ich glaube, ne, ich habe das Gefühl, der setzt das sehr gut um. Mir ist aufgefallen, irgendwie, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, dass ja die Probleme ganz unterschiedlich sein können, die Learnings ganz unterschiedlich sein können. Also es kann ein persönliches Learning sein, keine Ahnung, im nächsten Projekt sollte ich mich mehr einbringen. Oder es kann ein Learning sein, wir sollten, keine Ahnung, die Projektstruktur verändern grundsätzlich und am Projektanfang immer XY machen oder so. Mhm. Oder wir sollten mal eine Wissensdatenbank zum Thema XY aufbauen. Also die können ja sehr unterschiedlich sein von der Struktur her. Und ich denke, dass die dann auch unterschiedliche Plätze brauchen, diese Learnings. Mhm. Ne? Und dann dachte ich mir, vielleicht ist eher, ich habe ja schon auch viele Ideen und Plätze, wo das hin kann. Vielleicht eher, dass man schon beim Learning überlegt, wohin müsste das? Also, keine Ahnung, müsste das in das Team hinein, das eben Projektstruktur irgendwie aufbaut? Ne? Also, dass man quasi so ein Ziel des Learnings, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ne? Also, wo sollte dieses Learning hin, damit es seine Wirkung entfalten kann? Ne? Und das ist dann manchmal, vielleicht bleibt es dann nur bei mir, weil ich dann nächstes Mal sage, okay, beim Projekt sollte ich mich mehr einbringen oder irgend sowas. Und vielleicht muss es manchmal in eins eurer offenen Formate, in den Max oder so. Und vielleicht muss es manchmal zu einer speziellen Person oder zum Vorstand oder irgendwas, ne, wo man sagen muss, okay, das müsste der eigentlich mal wissen, dass wir das jetzt gelernt haben. Das war noch so eine Idee. Und dann schon auch wieder diesen den Anfang einspeisen, dabei vielleicht eher die persönlichen, so wenn man in den Kickoff einbauen würde, so eine Frage, was habe ich letztes Mal aus dem letzten Projekt gelernt, was ich diesmal umsetzen will, zum Beispiel. Dann hätte man auch so eine Schleife, die dann immer wieder das Lernen in den Projekten betont. Nur so Ideen zum Anreizen. Ja, super. Ja, danke schön. Ja, passt super, auf jeden Fall. Danke. Gut. Dankeschön. Haben wir sonst noch jemanden übersehen?
Nee, ich glaube nicht. Ne? Wir sind auf dem aktuellen Stand. Cornelia, dann können wir ja vielleicht langsam so den Kreis auch schließen, denke ich so. Ne? Mal die erste Woche. Die zweite Frage hätten wir noch. Ah, danke, Entschuldigung. Nehmen wir auch noch mit. Genau. Die ist ein bisschen abstrakter. Also wir haben ein neues Modell eingeführt, also ein Prozessmodell. Was gehört alles zu einem professionellen Marketingprojekt dazu? Also wie muss man das aufziehen? Wie muss das aussehen? Also wie muss die Marketingkommunikation aussehen? Was für Merkmale soll die haben? Und das Ziel hinter dem Modell war oder ist zu sagen, wenn das die Leute im Kopf haben, dass diese Schritte absolviert werden müssen, dann und im Projekt merkt man dann, da fehlt einer. Also zum Beispiel ist die Zielgruppe nicht genau genug definiert oder der Auftrag ist nicht ausreichend geklärt an einer bestimmten Stelle oder so. Ne? Also dass das den Mitarbeitern dann auffällt, weil sie das Modell im Kopf haben und dann darauf hinweisen können und sagen, haben wir das eigentlich schon genug ausreichend bearbeitet oder wissen wir das schon genug? Also so ist der Sinn und Zweck von diesem Modell und das hat man dann auch mal vorgestellt und es war dann für alle sehr plausibel und dann hat man auch ein Wandbild gemalt, wo das dann dran steht und es ist aber dann jetzt nicht so weitergegangen, also kann man auch noch tun, aber einfach es ist noch nicht so weit gegangen, dass wir an dem Ziel wären, dass jeder das voll in seiner Anwendung hat und immer im Hinterkopf automatisch mitfährt. Und jetzt war einfach die Frage, was könnte man denn noch tun, methodisch oder weitere Gedanken dazu, wie man so ein Modell in der Firma ausrollt, damit es dort eben auch verankert wird in der Praxis. So, und da kamen auch ein paar Hinweise dazu. Ich hatte ja schon mitgegeben bei der Frage, naja, die Wiederholung ist wichtig, damit sich's verankert. Und da kam dann zum Beispiel eine Rückmeldung, ja, wenn man ein adaptives System macht, dass es immer die Leute da abholt, wo sie stehen, dann würde das Wiederholungen vermeiden, die es langweilig machen, aber genauso viel Wiederholungen, wie man eben braucht. Das war so der eine Hinweis. Ein zweiter Punkt, der öfter kam, naja, macht das irgendwie mit Gamification, damit es irgendwie spannend wird und auch mit einer Challenge vielleicht verbinden, also auch ein bisschen Gamification Richtung, um sich mit dem Modell auseinanderzusetzen und sich darin zu üben und gegenseitig auch darauf hinzuweisen, ah ja, guck mal, das gibt's doch und so. Also das waren so die Ideen, die zurückkamen. Und dann war ich ganz neugierig, was es schon für Erfahrungen vielleicht gibt, für konkrete Erfahrungen mit Gamification oder Lerntools in der Richtung und mit den Challenges, was ihr schon gemacht habt, wo ihr gemerkt habt, das hat gut funktioniert, was vielleicht auf so ein Beispiel anwendbar wäre. Vielleicht Cornelia, noch mal eine ganz kurze Nachfrage von meiner Seite aus. Geht's euch dabei mehr um das Prinzip, also nach dem Motto, wir wollen einheitlich auftreten und idealerweise auch mit dem gleichen Modell oder mit dem gleichen Konzept den Kunden gegenübertreten? Oder geht's wirklich um Lücken, also sprich um Probleme, die aus Nichtbefolgung bestimmter Prozessschritte entstehen? Weil dann könnte man natürlich mit den Problemen auch mehr arbeiten. Ja. Sagen, okay, also wenn du die Zielgruppe nicht definiert hast, schau mal in dem Projekt, da ist was schiefgelaufen, das hat Folgen. Das ein bisschen stärker thematisieren und weniger das Modell jetzt immer weiter wiederholen, weil wenn es relativ folgenlos ist, ob ich jetzt dem Modell A oder B folge, dann ist es natürlich schwer, einen davon zu überzeugen, dass man jetzt irgendwie das anders anstreichen soll, sein Konzept, damit es vielleicht einheitlicher ist oder alle die gleiche Sprache sprechen. Also in welche Richtung geht denn da so euer Antrieb mehr? Ja, es ist sogar noch ein dritter Anwendungsfall. Und zwar ist es so, dass wir ja schon sehr gute Arbeit leisten und wir aber es noch besser machen wollen. Also deswegen ist es ein bisschen schwierig, die Motivation abzuholen, weil man auch sagen könnte, wir sind doch schon super. Und wir wollen aber das noch höher qualifizieren. Also wir wollen natürlich auch vorbeugen, dass Fehler gemacht werden. Klar, wenn man die Zielgruppe nicht ausreichend definiert, dann wird es einfach nicht so gut, wie es sein könnte und im Zweifelsfall vielleicht sogar knapp neben der Spur, aber das wollen wir nicht hoffen. Ja. Aber es geht eigentlich um ein noch besser werden. Okay. Anmerkungen, Hilfen, Tipps. Wir sind für alles offen.
Noch besser werden ist anscheinend nicht so einfach. Ja, ich gucke jetzt auch gerade mal parallel in den Chat, aber ich glaube, das waren noch andere. Caroline meldet sich noch. Ich starte jetzt einfach mal mit diskutieren, aber es sicherlich keine schnelle Lösung gibt. Tatsächlich glaube ich, ist das schon ein Kernpunkt, wenn ihr, also ihr wollt die Leute ja, wenn ich es nochmal ganz allgemein sage, ihr wollt Leute dafür motivieren, sich damit auseinanderzusetzen und dass das Grundlage wird. Aber sie haben keine Not dazu. Ne? Also irgendwie brauchen sie ja einen guten Grund, warum sie das jetzt machen sollten. Also vielleicht wird es sich lohnen, daran nochmal ein bisschen zu feilen, zu sagen, was ist dieser gute Grund? Also ich meine, es kam ja, glaube ich, auch von eurer Führungsebene oder so. Das ist ja schon auch ein Grund, ne? Wenn die sagen, das ist so unser Modell. Ne? Also auch wenn man jetzt nicht immer alles so top-down vorgeben möchte, das muss ja auch nicht sein. Ne? Man kann das ja auch dann weiterentwickeln. Aber schon zu sagen, okay, wenn das jetzt erstmal der einzige Grund ist, ne, dann auch damit zu spielen, dann auch zu sagen, okay, dann macht halt die Führungsriegerin eine Roadshow damit, ne? Und geht zum Beispiel in Diskussionen mit den Führungskräften dazu, ne? Oder ne, also dann in Veranstaltungen und in Formate zu gehen. Ne? Jetzt, das wäre jetzt eher abseits vom Digitalen, aber vielleicht auch gerade, wenn es um das Thema geht, die Motivation dazu zu wecken, würde ich schon ins Gespräch und ins Beteiligen gehen. Mhm. Vielleicht, ne? Weil dann diese Motivation vielleicht auch klarer wird, warum will denn eure Führungsriege das? Und vielleicht können sie dann die anderen damit anstecken mit ihrer Begeisterung. Ja, danke. Silvia. Ja, ich weiß immer nicht, wie du heißt. Meine Vorrednerin, Entschuldigung, ich habe deinen Namen vergessen, hat eigentlich schon das gesagt, was ich auch sagen wollte. Aber meine Idee war darüber hinaus noch, ob es vielleicht, das ist natürlich auch eher offline als digital zu schaffen, so einen Energiemodus herzustellen. Ich stelle das immer fest auf Barcamps, wie dem Corporate Learning Camp zum Beispiel, dass ich richtig Lust bekomme. Also dass sich so diese Lust auch voneinander überträgt. Und dass das so eine Energie schafft, dass man wirklich so das Gefühl hat, wow, also wirklich so diesen Wow-Effekt. Ich denke schon, dass das insbesondere, wenn die Führungskräfte mitmachen, also wenn das nicht so was top-down ist, sondern wenn Mitarbeitende das Gefühl haben, das ist so ein Wir-Gefühl und wir wollen das jetzt, dann glaube ich, hat man gute Chancen, dass, ja, sicherlich nicht alle, also das ist vielleicht die 100%, aber wie man das so schön im Agilen sagt, 80% reichen auch und ich glaube, das könnte man auch schaffen. Also das wäre so für mich nochmal, die Formate, mit denen wir als Corporate Learning Menschen lernen, die auch in die Unternehmen zu bringen. Also solche Sachen, wie wir jetzt heute machen, das finde ich, macht richtig Lust auch auf Lernen. Ja, danke. Ja, den Ansteckungseffekt. Ja, genau. Ja, danke schön. Gute Idee. Also oft ist das ja so, ich erlebe das bei uns so im Unternehmen, dass die Geschäftsleitung denkt, ja, das macht sich alles von alleine. Oder wir haben da ja zwei Personalentwicklerinnen, die werden sich darum kümmern. Und diese Lust und diese Motivation, das ist eben kein Selbstläufer, sondern das muss man sozusagen am Anfang insbesondere halt auch mal so ein bisschen künstlich oder einfach forcieren
und sich Menschen suchen, die da mitmachen und gute Laune verbreiten, sage ich jetzt mal. Ja, also das kann ich bestätigen, dass das schon wirklich notwendig ist, dass die Geschäftsführung manchmal dahinter steht und dass die Leute wollen das haben. Und das ist ja das, was ich auch am Montag ein bisschen versucht habe, so gegenüberzustellen. Ne? Auf der einen Seite haben wir diese ganz starke Motivation, die Leute mitbringen, weil sie ihren Job gut machen wollen. Und auf der anderen Seite haben wir auch irgendwelche Ansagen, irgendwelche Sachen, die Geschäftsführung reinbringen will. Und wie man das eben ja in der Balance hält, wie man es gut zusammenführen kann und eine Motivation mal in die eine und die andere Richtung sich ansteckt. So, ja, genau. Vielleicht ist also das Wort oder der Begriff Transparenz ist ja, glaube ich, auch schon gefallen. Und ich finde das sehr wichtig, weil also ich stelle immer wieder fest, auch in meinem Unternehmen, dass die Menschen Experten auf ihrem Schreibtisch sind, sage ich jetzt mal, aber keine Learning-Experten zum Beispiel. Und sie sind auch keine Unternehmensführungsexperten. Das heißt, sie brauchen trotz ihres eigenen Expertenstatuses eben bei gewissen Dingen eine Transparenz und eine Erläuterung, um zu verstehen, warum machen wir das denn jetzt eigentlich? Ja? Warum brauchen wir Veränderungen oder warum müssen wir lernen? Und also das hört sich manchmal so banal an, aber ich stelle immer wieder fest, auch in Gesprächen, dass die Erläuterungen wichtiger sind, als man sich das manchmal, also wenn ich so ein Intro mache, was auch der Tom vorhin erzählt hat bezüglich der KI, ja, dass man das einfach nochmal kurz erläutert, warum machen wir das und wie funktioniert das. Genau, ja. Ja, danke schön. Also kann ich gesehen, danke, Thomas, genau. Tom. Genau, einfach nur kurz als Reaktion kann ich komplett unterschreiben, was du sagst. Man muss Werbung machen für die Sachen, an die man glaubt. Und je weiter oben die Werbung anfängt, desto besser. Ja. Bei dem von Cornelia erwähnten Mini-NBA war das zum Beispiel ein Fall. Da haben wir ein Format gefunden, wo wir sagen, Mensch, inhaltlich ungewöhnlich hohe Passung auf unser Geschäft, ne, thematisch super relevant und auch noch gut in der Ausarbeitung. Und dann haben die aber auch auf die Trommel gedrückt bei der GF. Also es wurde einem wirklich schon fast, ne, also immer so, ihr könnt das machen, wir bezahlen euch das, ist gut, glaubt uns, wir haben es selber gemacht und so weiter. Und das war halt schon ein schöner Kickstart für den Word of Mouth, der sich dann organisch weiter ausgebreitet hat. Natürlich gab es dann noch zusätzliche Credibility über direkte Kollegen, die gesagt haben, du, ich habe es jetzt gemacht, das ist wirklich gut und so weiter. Aber das ist natürlich, das kann natürlich auch nerven, je nachdem, wie man gepolt ist. Aber es war erstmal in sich besser als nur das Angebot irgendwo neutral zu parken in irgendeinem Protokoll und wer es findet, schön und wer nicht, nicht. Also da entsteht kein Interesse auf der Basis. Das war für mich so ein Beispiel und deswegen sah ich auch, ich denke, einer unserer größten Schätze ist, dass ein Unternehmen von unserer Größe, nicht groß, in der Branche Agentur sich drei Geschäftsführer hat, die sehr unterschiedlich sind in ihrem Charakter und ihrem Naturell. Dadurch entstehen halt auch solche Sachen dann mehr oder minder organisch. Bei einer Person ist immer schwierig, ich weiß nie, welcher Filter da dran hängt. Ja. Ja, Milena hat im Chat noch was geschrieben. Danke dafür, mit so einer Canvas, die dann befüllt wird, das mal zu probieren. Das nehme ich auf jeden Fall als Methode mal mit, weil ich denke, da werden wir nochmal dran gehen, zu überlegen, wie wir es umsetzen. Und vielleicht kann das eine Möglichkeit sein. Dankeschön. Die Silvia hat eben so einen Satz gesagt, der hat mich nochmal angesprochen. Silvia, du hast gesagt, die Corporate Learning Community hat ja bisher so Maßnahmen gemacht, die in die Unternehmen getragen werden können. Wenn ich mir diese Woche jetzt hier so ansehe, dann habe ich so den Eindruck, wir können von Spirit Links etwas in die Corporate Learning Community übernehmen. Denn, das glaube ich auch, ja. Ja, denn ich will einfach mal darauf hinweisen, so ganz zufrieden sind wir nicht mit den vielen, mit den geringen Reaktionen, die so kommen. Jetzt sind wir hier 60 Leute, das ist ganz, ganz schön und wir sind sonst so im über 100 bei den anderen Online-Sessions gewesen. Aber die Diskussion, die hat in der Woche fast gar nicht stattgefunden. Es waren nur ganz wenige, die überhaupt sich geäußert haben.
ulkig, das sind wir nicht gewohnt. Normalerweise sind die Corporate Learning Community Mitglieder sehr aktiv. Bei unseren anderen MOOCs lief unten die Kommentarspalte immer über. Man hatte immer Schwierigkeiten, überhaupt noch mitzukriegen, was da jetzt gerade aktuell wieder läuft. Aber diesmal ist es ganz anders. Deshalb so die Frage an euch, woran liegt es? Was machen wir falsch? Warum wird so wenig diskutiert? Habt ihr eine Vorstellung davon? Also bei mir liegt es eindeutig an der Zeit. Ich bin unglücklicherweise, sage ich jetzt mal, definitiv Oberkante Unterlippe und habe es diese Woche überhaupt nicht geschafft, einmal reinzugucken. Was mich persönlich natürlich auch ärgert, aber es war einfach so vollgepackt, dass ich das wirklich nicht geschafft habe. Und von daher, also ich kann nur für mich sprechen, aber vielleicht geht das anderen auch so. Ja, was meinen die anderen? Ihr seid ja alle auch Betroffene. Von euch kamen ja auch gar nicht so viel Kommentare. Denn die machen ja eigentlich den MOOC aus, dass von verschiedenen Sichtweisen plötzlich neue Gedanken entstehen und so. Und diesmal war das in der ersten Woche zumindest noch so gar nicht da. Und ich glaube, an Spiritling lag es ganz bestimmt nicht, denn da gab es ja so viel spannende Hinweise, die man hätte weiter diskutieren können. Insofern, was müssen wir anders machen in den nächsten Wochen? Marianne hat sich gemeldet als erstes noch. Ja, ja, Karl-Heinz, ich kann da zurückmelden. Also für mich ist das komisch, auf dieses Format auf der Spirit-Link-Seite. Also da kommt ja erstmal ganz, ganz viel Text, Info und dann kommt die Diskussion. Und ich glaube, mir hätte es geholfen, gerade zum Beispiel die Frage von Spirit-Link, die irgendwo zentral zu haben und dann unten drunter die Antworten und die Diskussionen, die verschiedenen. So. Aber du hast gesagt, in anderen MOOCs hat das so funktioniert. Ich weiß es nicht. Also mir war nicht so klar, wo läuft denn hier die Diskussion. Ich hatte auch den Eindruck, es gibt ja verschiedene Kanäle, es läuft nicht so richtig an. Ja. Ja, ich würde kurz ergänzen. Also es gibt ja noch die Variante, dass wir eventuell für einzelne Tage oder einzelne Fragen nochmal einzelne Beiträge verfassen. Und vielleicht wäre das mal eine Geschichte, die wir auch in den nächsten Tagen und Wochen mal alternativ probieren. Also dass wir nicht versuchen, alles auf eine Kursseite zu packen und dann ist ganz unten drunter die Kommentarfunktion, sondern vielleicht nochmal einzelne Punkte in einzelnen Beiträgen neben der Wochenübersicht hervorzuheben, weil dann habe ich einen klaren Bezug zu einem Thema und einer Frage und kann mal versuchen, es von der Seite her noch ein bisschen vielleicht benutzerfreundlicher oder klarer zu machen. Genau. Die Sidon hatte sich noch gemeldet und ich glaube, dann könnte man noch ein bisschen überleiten, wie wir das vielleicht versuchen, bei der DATEV-Woche dann genau anzugehen, das Thema. Ich würde gerne noch eine Rückmeldung geben, aber vielleicht ja, erst die Sigrun. Vielleicht Hand heben, genau. Super, danke dir, Silvia. Also, Silvia, kannst du auch machen. Ich kann auch nach dir. Nee, mach mal und schließe mich dann. Ich habe meine Hand gehoben, also ich werde nicht vergessen. Okay, hallo nochmal. Ich würde gerne meine Erfahrung teilen. Also für mich ist das ein komplett neues Format. Und ich war tatsächlich nur am Montag da und ich war total überwältigt von informativen, also vielen Informationen, die wir mitbekommen haben. Und ich habe gleich mich connected bei LinkedIn mit Cornelia. Und tatsächlich war mir nicht bewusst, dass diese Frage überhaupt irgendwo ist. Also ich glaube, bei mir ist es so, das ist vielleicht zu viele Medien. Also ich komme mit Miro überhaupt nicht klar. Ich kenne das gar nicht. Also und dass es irgendwo eine Frage gestellt wurde, die wir diskutieren müssen, ist es mir jetzt tatsächlich neu. Und wie gesagt, an den Tag, also ich war erst am Montag da und heute leider konnte ich wegen Arbeit an anderen Terminen nicht teilnehmen. Und ich sehe, also es ist jetzt aus dem Alltag, würde ich auch, also jetzt aus meiner Erfahrung sagen, es sind so viele Tools, die wir im Alltag, im Beruf nutzen, hier nutzen und vielleicht ist es einfach irgendwo untergeht, ich weiß es nicht.
Aber das Thema auf jeden Fall ist es und wie er das macht, das ist für mich ist es super inspirierend und sehr informativ. Und wir nutzen zum Beispiel noch kein KI. Also für mich ist es KI, ist es wirklich, ich höre nur zu, weil ich nichts dazu beitragen kann. Danke. Dankeschön. Okay. Ich schließe mich direkt an. Kommt der Norman noch, ja? Genau, ich schließe mich direkt an. Gründe für vielleicht, was gefragt wurde, zu wenig Traffic oder zu wenig Antworten auf die Frage. Bei mir sind es zwei Dinge, kann ich also auch nur meinen eigenen Alltag natürlich nehmen, eigentlich drei. Also KI wird jetzt gerade bei uns angefangen, auch mit einem kleinen Firmen-GPT auf Basis von 3.5 Turbo, aber das ist auch wirklich so eine kleine Pflanze. Das zweite ist der Arbeitsalltag, das ist natürlich ein Punkt. Und das dritte ist vielleicht bei mir persönlich so ein Stück weit positiv erschlagen, muss ich ehrlich sagen, am Montag von eurer Aufteilung 25-75, so ganz grob, ne? Projektgeschäft und gemeinsames Lernen und Formate und das ganze Tun. Also jetzt, ich dachte, willst du da noch beitragen? Die sind schon so weit, die sind schon so gut. Also dafür eigentlich nur Hut ab. Und ja, was soll man da eigentlich noch besser machen? Also ich glaube, man muss auch mal sagen, natürlich versucht man immer noch besser zu werden, aber ihr macht das ja schon ziemlich gut. Und ja, Chapeau. Danke für die Einschätzung. Ja, und ich kann das nur so bestätigen. Also was ich mitbekommen habe, auch ich konnte mich nicht jeden Tag mit einwählen und auch Kommentare geben, aber habe es versucht, so gut es ging im Arbeitsalltag, dass ihr die Messlatte sehr hochgelegt habt in der ersten Woche, dass das wirklich schon sehr inspirierend war, auch für mich. Insbesondere Night of the Proms war so mein Highlight-Thema diese Woche für mich. Und wir versuchen jetzt mit dem Übergang in die DATEV-Woche, ich bin also der Wochenpate hier, der Marcel, wir versuchen das Ganze natürlich so aufzubereiten, dass wir tatsächlich ein, zwei Fragen immer pro Seite haben auf der Co-Learn-Seite. Also für euch schon mal, dass ihr wisst, es gibt also auf der Co-Learn-Seite ein, zwei Fragen immer am Ende meistens der kleinen Textseite. Und da werdet ihr auch die Möglichkeit haben, drunter gleich unter dem Discuss-Button das zu nutzen. Da wollen wir auch den Fokus drauf legen, mit euch dann diskutieren. Und es wird auch Live-Sessions geben, wie auch bei SpiritLink der Fall, dass wir auch mit euch in der Live-Diskussion sind und da vielleicht die ein oder andere Diskussion anstoßen, die dann wieder ins Discuss-Forum führt. Also eigentlich die zwei Hauptmedien, Live-Session und Discuss-Forum auf Co-Learn, das wäre unser Credo. Und der Benedikt ist ja live hier. Insofern würde ich ihn noch mal bitten, ganz kurz die Highlights zu nennen der Woche. Und da gibt es später noch ein Grußwort im Newsletter. Genau. Ich geb vielleicht mal einen Einblick. Wir wollen zum Start der Woche ziemlich viele Initiativen bei DATEV aufmachen und so verschiedene Kontaktpunkte über die Woche teilen, wo man dann sich was rausnehmen kann, wo man sagt, okay, das ist jetzt spannend für mich und werden auch die Woche dann wieder das zusammenführen und so die einzelnen Ergebnisse auch aus den Live-Sessions nochmal teilen. Und es gibt in der Tat jeden Tag eine Live-Session, die wir anbieten wollen. Wir starten Dienstag mit dem Thema mobile Ausbildung bei DATEV. Beziehungsweise am Montag schon nach dem Opening wird es eine Ask Me Anything-Session geben zum Big Picture oder unserer Unternehmensstrategieaktivierung. Mehr dazu in der Session selber, weil das Thema von uns ist ja dann auch DATEV Learned meets Unternehmensstrategie und wie können wir diese DATEV Learned Initiativen auch in der Unternehmensstrategie verorten. Und wie gesagt, ein Teil dann am Dienstag mobile Ausbildung. Die angesprochenen Lernamigas sind da auch am Dienstag mit vertreten, dazu mehr. Und natürlich das DATEV DigiCamp. Also wir werden da so die Vielfalt von DATEV Learned am Dienstag mal aufmachen. Mittwoch steht im Zeichen von WDW, wenn DATEV wüsste, was DATEV weiß. Und Donnerstag dann auch bei uns, KI at DATEV. Aktuell läuft gerade parallel der Promptathon, unser erster Promptathon, den wir durchführen. Wir werden dann den MOOC nutzen als Lernschleife für uns selber, auch mit euch diese Erfahrungen zu teilen und wollen dann am Freitag das Ganze zu einem Abschluss bringen. Das war es jetzt mal so im Versuch, schnell Durchlauf, aber schaut euch die Seite gerne an. Ihr könnt schon mal rumklicken, könnt euch auch die einzelnen Termine schon in den Kalender klicken, also da gerne euer eigenes Wochenprogramm erstellen. Genau, vielen Dank, Benedikt. In diesem Sinne... Apropos Pate, ich möchte gerne dem Jochen noch herzlich danken für deine Unterstützung über die Zeit. Ohne dich wäre ich durch das Chaos nicht durchgekommen und ich hatte auch eine strenge Zeit. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Sehr gerne. Und auch nochmal
Danke zurück für euren tollen Beitrag. Ja, danke an euch alle für die vielen tollen Rückmeldungen. Also es ist wirklich klasse, so ein Feedback zu kriegen und auch sich selber natürlich einschätzen zu können, wo stehen wir denn? Also auch das bringt natürlich Informationen und eine sehr angenehme Information für uns. Also vielen Dank an euch alle fürs Dasein. Dankeschön, dann allen ein schönes Wochenende. Danke auch von mir. Bis Montag. Tschüss. Dankeschön. Ciao.